Also wie gesagt, Twitter ist ein Echtzeitmedium. Twitter ist wie vieles im Internet so eine Richtung, eine Tendenz Richtung Information Overflow. Ja, kein Mensch liest das ganze Zeug, die sogenannten Tweets. Ja, wenn jemand twittert, ist das ein Tweet, was da getwittert wird. Liest kein Mensch. Aber interessant ist es, wenn irgendwas abläuft, irgendwas passiert. Mein persönliches Erlebnis mit Twitter war, ich bin eines Abends, hatte ich so ein Gefühl, irgendwas passiert noch auf diesem Planeten hier. Ich kann noch nicht schlafen, irgendwas liegt in der Luft. Und dann ist der Moment, wo man zu Twitter geht. Weil da ist Echtzeit. Wenn etwas kommt, etwas schnell passiert, dann ist es bei Twitter. Das Schnellste. Ja? Es gibt neue Entwicklungen, es gibt Google Plus, das ist so ein Twitter aus Blogging und Twitter. Ja, also es kann sein, dass in 2 Jahren das, was ich jetzt sage, nicht mehr gilt. Aber in dem Moment, wo das war, war Twitter das Echtzeitmedium. Das heißt, lange ehe ein Radiosender irgendwas verbreitet, ja, lange in der eine Zeitung irgendwas druckt, ist das bei Twitter. Und ich wusste in dem Moment, was abläuft, als ich zu Twitter reingegangen bin und da kamen rechts immer diese Begriffe, die besonders viel getwittert werden. Ja, da stehen dann so Schlagworte, also eine Art Schlagwortverzeichnis nach Häufigkeit. Und ich wusste in dem Moment, in Sekundenbruchteilen, was abgeht, als rechts plötzlich erschien Michael Jackson. Da wusste ich mit einem Schlag Bescheid. Ja. Krieg heute noch eine Gänsehaut. Aber ich wusste das. In dem Moment wusste ich Bescheid. Ich wusste, es passiert was. Ich wusste nicht was. Ich wusste, es passiert was, was die Menschheit irgendwie bewegt. Und als da rechts plötzlich erschien, aus dem Nichts heraus, ja, da standen andere Begriffe, ich weiß gar nicht mehr was, irgendwelche Begriffe, ja, standen da. Und plötzlich kam da Michael Jackson. Und dann, innerhalb weniger Minuten, wanderte der Begriff nach oben. Und dann war Twitter weg. Das passiert nämlich immer wieder, dass Twitter abschmiert. Dann kommt dann dieser Wal, ja, das ist so ein Symbol, das sieht so ganz witzig aus. Ja, dann ist Twitter überlastet. Dann ist wieder mal der Server zusammengebrochen, weil jetzt die ganze Welt sich damit beschäftigt und alle irgendwas twittern und kommentieren und ihr Bedauern, ihre Angst, ihre Freude oder ihren Schmerz ausdrücken wollen und dann bricht das System zusammen. Ja, das passiert nach wie vor, das ist Twitter. Ja, und die interessante Idee ist dann immer, wie man das jetzt kommerzialisiert. Weil das ist ja erstmal einfach wild gewachsen, hat eine gigantische Verbreitung erfahren. Und dann kommt im zweiten Schritt die Frage, wie mache ich das jetzt zu Geld? Ja, das ist die Frage bei Twitter, das ist die Frage bei Facebook gewesen. Ja, wie wird das Ganze jetzt monetarisiert? Das ist dann die nächste Frage. Also erst lässt man etwas wild wachsen und dann im zweiten Schritt überlegt man, wie man es monetarisiert. Auch eine Umkehrung der Überlegung. Ja? Also Sie bauen zum Beispiel ein Netzwerk auf und erst im zweiten Schritt überlegen Sie, wie Sie es monetarisieren. Aber erstmal aufbauen. Twitter erstmal aufbauen, wachsen lassen. Facebook erstmal wachsen lassen. Und dann ergeben sich Möglichkeiten. Ja, wenn Sie 700 Millionen Nutzer haben wie Facebook, ergeben sich Möglichkeiten der Monetarisierung. Wenn Ihnen gar nichts mehr einfällt, machen Sie Werbung. Ja, was die ja auch tun. Ja, die haben ja dieses Google AdWords-Modell im Wesentlichen übernommen. Ja, also wenn Ihnen gar nichts mehr einfällt, verkaufen Sie die Werbefläche. Weil 700 Millionen Nutzer bedeutet 700 Millionen Gehirne, die ihre Aufmerksamkeit zumindest punktuell darauf lenken. Das heißt, das ist die Fläche für Werbung.